Moin mal meine Freunde, die letzte Folge Clash News vor Weihnachten und wir wissen alle, was das heißt. Das Clash Mini Weihnachtsupdate steht vor der Tür und ich habe richtig Bock. Außerdem ist das auch noch die letzte Folge mit dieser hallenden Mikrofonqualität. Ich bekomme nämlich zu Weihnachten ein Ansteckmikrofon und ich glaube, dann wird alles besser. Nächstes Jahr dann noch eine neue Kamera, wenn ich mal ein bisschen Geld über habe und dann läuft's richtig. Wenn euch mein Content gefällt und ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, würde mich übelst über freuen. Wir gehen jetzt rein in Clash Mini, es gibt nämlich sau viel zu erzählen. Ich weiß einfach gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen bei dieser Informationsexplosion diese Woche. Wir haben Informationen bekommen über Weihnachtsskins, neue Minis, neuem Helden, Crystal Coins, Mini-Rooms, Quests und noch so viel mehr. Ich denke mal, das Ganze werden wir heute auch nicht nach Tagen sortieren, weil das alles ziemlich durcheinander gemischt war, sondern wir gehen heute themenspezifisch vor und fangen mit den Crystal Coins an. Der gute Vlad hat auf seiner Twitter-Page ein paar Fakten über die Crystal Coins rausgehauen. Der erste Fakt ist, dass es nach diesem Update noch relativ schwierig sein wird, an Crystal Coins zu kommen. Hauptsächlich bekommst du die durch doppelte Helden- und Mini-Fragmente. Bisher war es ja so, wenn du alle Minis auf Max hattest und dann eine Quest gemacht hast, für die du hättest ein Mini bekommen sollen, hast du einfach nichts bekommen. Jetzt bekommst du für jedes Fragment, was du mehr bekommst, sprich für die Quest dann auch, ein Crystal Coin. Das gleiche ist auch bei den Helden der Fall. Wenn du, sag ich mal, alle Helden hast und dann noch den Mini-Pass, dann kriegst du keine Heldenfragmente mehr aus dem Mini-Pass, sondern Crystal Coins. Daher wird der Mini-Pass vermutlich die größte Value haben. Ich habe ihn leider schon komplett geöffnet, was absolut dulli war. Ich denke mal, einige Leute, so Carlos und Itze zum Beispiel, von denen weiß ich, dass die letzten 10, 20 Stufen noch nicht mal geöffnet haben, die werden dann einen deutlichen Vorsprung haben. Außerdem hat Vlad gesagt, wenn man die 99 Challenge Coins hat, die ja logischerweise in Crystal Coins umgewandelt werden, dauert es nicht lange, bis man sich den ersten Shiny Gegenstand besorgen kann. Dann wird auf jeden Fall an weiteren Sachen gearbeitet, die man dann für Crystal Coins erwerben kann und an mehr Möglichkeiten an Crystal Coins zu kommen, hat er noch gesagt. Außerdem entschuldigt er sich dafür, dass im ersten Update noch nicht so viel damit anzufangen ist. Was ich aber absolut nicht schlimm finde, ihr müsst mal überlegen, was das schon für eine Leistung war, dass die wirklich auf das Feedback von uns eingegangen sind, dass die Challenge Coins einfach Müll sind und wir grinden wollen und die das so schnell umgesetzt haben. Von daher schon mal sowas von Props. Alles gut, wenn es ein bisschen dauert, dann dauert es halt ein bisschen. In einem weiteren Twitter-Post hat er dann nochmal gesagt, dass es halt wirklich zum ersten Update schwierig ist, an Crystal Coins zu kommen. Aber dass eine Langzeitwährung wird, das heißt die Crystal Coins bleiben und es ist auch nicht schlimm, wenn man erst in Season 2 richtig damit durchstartet. Vermutlich bekommt man die meisten Crystal Coins nämlich beim Season Reset. Sprich, je mehr du grindest, je mehr Trophäen du hast, umso mehr Crystal Coins kriegst du danach als Belohnung. Was natürlich richtig geil ist, dann grindest du ja nicht umsonst. Dazu wurde halt noch erwähnt, dass es bald nochmal einen Smalltalk darüber gibt, wo dann näher auf das ganze Thema eingegangen wird. Bevor wir zur nächsten Thematik springen, möchte ich euch noch eben zwei Videos zeigen. Eins davon wurde Anfang der Woche auf Twitter gepostet und eins gestern auf Instagram. Auf dem sieht man so kristallisch leuchtendes, keine Ahnung was, irgendwie ein Skin vermutlich. Ich glaube, es sieht aus wie ein Packer. Im ersten Video erkennt man das nicht so, im zweiten Video sieht man das schon ein bisschen eher und es hat einfach original die Farbe von Crystal Coins. Also ich glaube, dass das irgendwie zusammenhängen kann. Ich meine, kann auch der Mini-Packer sein vielleicht oder irgendwas, womit wir noch gar nicht rechnen, wäre natürlich auch krass. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie mit Crystal Coins zusammenhängt. Würde ja auch passen, die haben ja gesagt, irgendwas shiny, beautiful und so weiter und so fort. Ne? Also könnte gut sein. Was sagt ihr dazu? Ich wollte gerade schon fast zum nächsten Thema springen, aber ich habe noch ganz vergessen, euch ein Foto zu zeigen, auf dem man einen Schmied sieht, der in seiner Zange einen Crystal Coin hält und einen nackigen Barbarian King, der dafür gerne eine Unterhose kaufen würde. Ich weiß, ist ziemlich lustig, dieses Foto. Vermutlich soll das einfach zeigen, ja, es gibt mit Crystal Coins Skins oder Cosmetics. Wollte ich euch nur noch mal kurz gesagt haben, wir springen jetzt ins nächste Thema. Und zwar geht es um den Season Reset. Einige von euch haben ja vermutet, dass zum Weihnachtsupdate eine neue Season kommt, was aber völliger Blödsinn ist. Es ist einfach viel zu früh für eine neue Season. Die meisten Leute haben ja noch nicht mal ihren Battle Pass durch. Klar, so Suchtis wie ich oder wahrscheinlich auch ihr sind schon seit einer Woche damit fertig, aber einige haben ja auch nicht bei Tag 1 angefangen. Außerdem muss die erste Season ein bisschen länger gehen. Dadurch, dass auch noch die Challenge Coins wegfallen, habt ihr jetzt auch noch mehr Zeit zum Pushen. Ihr könnt alle schön Trophäen pushen. Einen Monat haben wir jetzt noch Zeit, wurde auf Discord bestätigt. Außerdem kriegen wir eine Woche, bevor die neue Season startet, auch nochmal Bescheid von Supercell, dass wir uns gut darauf vorbereiten können. Und wenn ihr Clash Mini nicht so verfolgt, beziehungsweise die ganzen Supercell-Seiten, dann schaut einfach auf meinem Channel vorbei. Ich werde euch natürlich auch die Woche vorher Bescheid sagen, sobald ich irgendwelche Informationen dazu bekomme. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema, was uns am allermeisten interessiert.
das Weihnachts-Update, meine Freunde. Ich hab Bock und bin gehypt. Der letzte Stand aus unseren News war ja einmal ein wahrscheinlicher Barbarian King Skin und ein wahrscheinlicher Giant Skelett Skin. Und das mit dem Giant Skelett, das wurde jetzt quasi bestätigt. Und zwar mit einem Twitter-Post Anfang der Woche, auf dem wir so Skelettarme sehen, die ein Paket überreichen, welches wie eine Bombe aussieht. Das kann ja quasi nur ein Giant Skelett sein. Das bedeutet, dass es vermutlich ein Giant Skelett Weihnachtsskin gibt. Wie geil wäre das denn, Digga? Das war aber natürlich auch noch nicht alles. Dann gab es jetzt Freitag, Samstag und Sonntag, sprich heute auch, nochmal 3 Mini-Minutes, wo wir quasi das komplette Update erfahren haben, Freunde. Es ist so geil, es ist wirklich so, so geil. Da müssen wir jetzt auch nochmal kurz drauf eingehen. Die erste Mini-Minute am Freitag war ja quasi eine normale Mini-Minute vom Community-Manager Vlad. Der hat uns Mini-Rooms vorgestellt. Das sind kleine Privaträume, die du erstellen kannst und da können dann eure Freunde rein, da könnt ihr entweder Duels oder Rumbles zocken, was halt gerade für Turniere richtig geil ist. Also damit kannst du richtig fett Turniere erstellen. Leider gibt es noch keinen Zuschauermodus, das wäre natürlich geil zum Casten, dann könnte man sowas auch streamen. Aber wir haben trotzdem vor, jetzt bald wieder einen Verwirrt-Cup zu starten. Schaut gerne mal auf unserem Discord-Server vorbei, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es dann neue Informationen darüber, sobald das Ganze durchgeplant ist, wird bestimmt mega geil. Außerdem hat Vlad uns noch Weihnachtsquests vorgestellt, mit denen man einfach Free-to-Play einen Speargoblin-Skin bekommt. Das ist vor allen Dingen gerade geil für die Leute, die einfach nicht so viel Geld überhaben oder das Geld einfach woanders brauchen und es nicht einsinn, jetzt in Clash Mini so viel Geld reinzubuttern, um sich jeden Skin zu kaufen. Dann haben die zumindest einen Weihnachtsskin, der dann vermutlich auch noch exklusiv ist, weil sagen wir mal, das Spiel kommt irgendwann nächsten Sommer raus, wird es ja vermutlich nicht die Weihnachtsskins geben. Und ich glaube auch, dass es nächstes Jahr neue geben wird. Also total geil, ihr habt die Möglichkeit, euch einfach einen Weihnachtsskin zu erspielen. Finde ich super. Die letzte Information der Mini-Middle waren ja dann auch noch die Deck-Slots. Das heißt, ihr könnt euch jetzt 3 verschiedene Decks abspeichern. Gut, ihr könntet euch doch 3-mal das gleiche Deck abspeichern, was natürlich keinen Sinn macht. Also ihr könnt euch, keine Ahnung, 1 Skin-Deck abspeichern, 1 Deck für Rumble oder einfach 3 verschiedene Helden, wie ihr Bock habt. Ist ja quasi ähnlich wie bei Clash Royale. Ist auch total geil, weil wie oft kriegt man mit einem Deck aufs Maul und möchte dann einfach mal ein anderes spielen und muss dann alles umändern. Dann hat man wieder vergessen, was in seinem ersten Deck war. Von daher top, richtig gut. Ist auch wieder mal Feedback von der Community gewesen. Finde ich geil, dass sie es so umsetzen. Wir haben ja auf diese und auf die anderen Mini-Minutes reagiert. Die ganzen Links findet ihr unten in der Videobeschreibung oder schaut einfach auf meinem Kanal vorbei. Ich kann euch auch hier oben ein bisschen was verlinken von der ersten Mini-Minute, die Reaction zum Beispiel. Außerdem gab es in jeder Reaction auch noch exklusives Gameplay. Ihr wisst ja, dass ich schon mal vorab ein bisschen Zugriff auf das Update habe. Also schaut gerne rein. Wird spannend, ist geil, macht übelst Bock. Die zweite Mini-Minute vom guten OJ hat mich übelst gehypt, einfach weil die so krass editiert war. Die meisten von euch kennen ja Orange Juice. Ich verfolge seine Videos jetzt nicht komplett aktiv, aber zwischendurch gucke ich mir immer, wenn ich mal Bock habe, so ein Video an. Und auch wenn ich mit meinem schlechten Englisch nicht ganz so viel verstehe, finde ich die Videos hammergeil. Einfach vom Cutten, vom Editing und so. Das ist schon wirklich eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen die Mini-Minute auch hundertprozentig war eine 10 von 10. Und was man da drin gesehen hat, war natürlich dann nochmal eine 12 von 10. Da ging es nämlich um die 2 neuen Minis. In der ersten Mini-Minute vom Freitag hat man ja so kleine Hinweise schon drauf gehabt. Und es wurde dann Samstag offiziell bestätigt, es kommt die Musketierin und der Prinz. Auch dazu habe ich eine Reaction gemacht und ein komplett exklusives Gameplay, wo wir beide Minis einfach auf 3 Sterne gebracht haben und uns einfach mal anschauen, was die alles so können. Ich bleibe dabei, Musketierin wird nicht die krasseste Einheit sein, aber der Prinz wird, glaube ich, in die Meta kommen und in einigen Decks zu finden sein. Die letzte Mini-Minute kam heute erst raus und die wurde gehostet vom Ehrenbruder Itzu. Mit Itzu komme ich ja ganz gut klar, wir schreiben auch sehr oft, haben viel miteinander zu tun. Ehrenmann, wirklich, Kuss geht raus, richtig gute Mini-Minute, hat mega Bock gemacht zu gucken. Und worum es da geht, einfach um einen neuen Helden. Es ist unglaublich, was in diesem Update alles rauskommt. Der Royal Champ ist dabei und er ist absolut OP. Wir haben ja auch auf diese Mini-Minute reagiert und danach auch ein bisschen selber mit dem Royal Champ gezockt und er ist wirklich einfach krass. Er ist wirklich geisteskrank OP, vor allen Dingen die Ulti. Er wirft sein Schild, welches dann 3 Einheiten hittet, oder 4 sogar, ich hab's gerade gar nicht mehr im Kopf, ordentlich Damage macht, die Low-HP-Einheiten sogar One-Hittet und wenn er eine tötet, kriegt er einfach die Ulti direkt wieder. Deswegen absolut OP. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die ersten Spieler den Royal Champ auf Max haben. Ich werde auch alles geben, ich werde versuchen, mir so viele Fragmente wie möglich im Shop zu kaufen
und keine Ahnung, ob man noch Quests machen kann oder sowas. Auf jeden Fall versuche ich den so schnell wie möglich zu maxen. Ich habe nämlich Bock damit zu spielen. Ich glaube, das soll es dann wohl auch erstmal gewesen sein. Jetzt kann es auch einfach wirklich nicht mehr lange dauern, bis das Update rauskommt. Es heißt jetzt nur noch ein paar Tage warten, dann ist es da. Es muss ja vor Weihnachten kommen. Alles andere würde keinen Sinn machen, sonst wäre es kein Weihnachtsupdate. Wann ist Weihnachten? Ich glaube, Donnerstag oder sowas. Lassen wir uns mal überraschen. Genug von Clash Mini, wir gehen jetzt rein in Clash Quest. Auch hier ist sehr viel passiert. Bevor ich aber mit der ersten Thematik anfange, wollte ich einfach mal meinen besten Dank an den guten Darien, den Community Manager, aussprechen. Wir sind jetzt im Partnerlook unterwegs. Er hat mir nämlich auch so ein cooles Clash Quest T-Shirt zukommen lassen. Habe ich mich übelst drüber gefreut. Ich meine, ihr seht es ja, ich finde es einfach mega geil. Er selbst hat es ja auch immer an. Auch die Rückseite finde ich cool. Ich kann mich jetzt leider nicht umdrehen und euch die zeigen. Das würde mit dem Greenscreen nicht passen. Aber wir blenden die mal hier ein. Absolut Ehre. Kuss, Kuss, Kuss. Nur Liebe an Darien. Montag wurden wir mit einem kleinen Update überrascht, welches bei weitem nicht so groß ist wie das Clash Mini Update. Es war hauptsächlich ein Quality of Life und ein Balance Change Update. In diesem Update ging es dann hauptsächlich um kleinere Verbesserungen, wie zum Beispiel Bugfixes, Balance Changes. Man sieht jetzt, wer in der Clanliga angegriffen hat. Einige optische Veränderungen, coolere Animationen und so weiter. Ich will jetzt auch gar nicht komplett die Patch Notes hier runterrattern, das habe ich schon in einem Video gemacht. Blende ich euch hier oben mal ein. Außerdem könnt ihr euch die ganzen Patch Notes, auch wenn ihr Bock auf Englisch, nochmal auf der offiziellen Reddit-Seite angucken. Wurde nämlich auch auf Twitter gepostet, da ist nämlich alles drin. Den krassesten Balance Change werde ich doch nochmal kurz ansprechen, fällt mir gerade ein, und das sind nämlich die Fire Babies. Das komplette Fire-Sortiment, also alle Items, wurden verbessert, und zwar ist das Feuer jetzt gebäudeübergreifend. Das bedeutet, das Fire-Item von den Baby Dragons ist jetzt quasi einfach eine bessere Version von dem Flächendamage-Item. Also, ihr habt quasi nur in der mittleren Lane Babys, das Feuer geht trotzdem links und rechts auf die Lane und das Feuer bleibt jetzt einfach, bis das Gebäude weg ist. Also es ist absolut OP, damit kann man so viele Räume schaffen, das ist einfach geisteskrank. Das Feuer macht jetzt auch mehr Damage, das ist einfach wirklich heftig, super geil. Dann gab es noch eine neue Folge Captain's Log. Die ist gerade für Leute interessant, die noch nicht auf Max sind. Da geht es nämlich um die Droprate der Kisten. Also ist ganz interessant, ich habe jetzt nicht darauf reagiert, weil ich dachte, das ist ein bisschen too much. Ich habe so viel über Clash Mini diese Woche berichtet. Dann jetzt noch darauf eingehen, wäre echt ein bisschen heftig gewesen. Vor allen Dingen weiß ich ja, dass die meisten von euch tatsächlich schon relativ weit oben sind. Und das mit der Kistendroprate, das sind jetzt alles Informationen, die wir eigentlich schon soweit wissen. Nichtsdestotrotz, schaut gerne rein. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann gab es ja letzte Woche noch diesen Tippaufruf bei Twitter, dass ihr eure Tipps über Clash Quest einfach mal reinposten sollt und die daraus ein Video machen. Und das haben sie jetzt gemacht. Seht ihr links an der Seite. Ist ganz cool, sind einige coole Tipps dabei. Die meisten kennen wir, aber einige vielleicht auch noch nicht. Also schaut gerne mal vorbei da. Zu guter Letzt gab es dann noch einen Fun-Post auf Twitter. Bezüglich Weihnachten, da ging es darum, was ihr mehr feiert. Ein Turkey, sprich ein Truthahn oder eine Sprout. Das ist irgendwie so Gemüsezeug. Sieht mir aus wie Rosenkohl. Wenn es Rosenkohl ist, bin ich safe auf der Seite. Ich liebe Rosenkohl über alles. Mega geil, auch wenn es viele haten. Übelst geiles Gemüse. Aber zum deftigen Rosenkohl gehört natürlich auch ein Stückchen Fleisch. Also ich feiere beides. Ist einfach wieder ein Fun-Post, wie jede Woche. Finde ich richtig geil. Hält mich zumindest bei Laune. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Ich find's cool. Viel mehr gibt's diese Woche dann über Clash Quest auch gar nicht mehr zu sagen. Ich finde das mit dem Update ist ja auch schon geil genug. Klar, es ist jetzt nicht so ein Riesen-Update, dass wir da jetzt wie gerade bei Clash Mini irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde drüber reden können. Ist einfach ein kleines Ding, das zeigt, die sind noch da. Außerdem wurde auch gepostet, dass sie uns im nächsten Jahr etwas Größeres erwartet. Das heißt, sie sind am Plan dran. War aber auch bitter nötig, ein paar Bugfixes und so weiter und so fort, war halt nötig. Den Clash Heroes Teil können wir direkt überspringen. Diesmal gab es doch wirklich nichts. Wenn ja, dann auf jeden Fall nach meiner Aufnahme. Ich habe das Video nämlich jetzt schon auf den Samstag aufgenommen. Normalerweise mache ich es ja immer sonntags in der Früh. Ging diesmal nicht, weil ich nämlich heute Abend, sprich Samstagabend, Weihnachtsessen vom Freundeskreis habe und ich dann nicht weiß, wie fit ich am Sonntag bin. Keine Ahnung, meistens geht das ein bisschen länger, wenn wir uns treffen. Wir sehen uns ansonsten wieder auf YouTube oder auf Twitch. Haut rein, meine Freunde. Ich wünsche euch super schöne Weihnachten. Lasst euch reich beschenken. Bye, bye, euer Psy.